Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu Cosmic Cine TV. Heute zu Gast Andreas Goldemann. Er ist Autor dieses tollen Buches Zurück zum Ursprung, Band 2 mittlerweile sogar. Andreas ist intuitiver, er ist Klangheiler, er ist ein interessanter Gesprächspartner, mit dem ich mich jetzt auf ein sehr persönliches Gespräch einlassen werde, wo es um das Thema Heilung geht. Hallo Andreas, herzlich willkommen zu Cosmic Cine TV. Ja, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ich habe mich ja sehr auf unser Gespräch gefreut, weil ich Leser deines ersten Buches bin, Zurück zum Ursprung. Ein Buch, was ich wirklich verschlungen habe, was mir viel Spaß gemacht hat beim Lesen und was mir vor allem geholfen hat, weil ich selber von einem chronischen Rückenschmerzleiden betroffen bin. Und da ist man dann natürlich auch offener als Betroffener, dann dafür sich auch mal mit dem eigenen Körper, mit dem eigenen Energiesystem und mit diesen Themen, die du halt in die Welt trägst, zu befassen. Und in dem Sinne, ja, echt schön, dass du da bist. Ja, danke, Charles. Also ich freue mich richtig, dass ich da sein kann. Das ist super. Ja, du bezeichnest dich ja selbst als intuitiver. Könntest du uns vielleicht ein bisschen erklären, was verbirgt sich hinter diesem Begriff? Wir sind alle intuitiv. Wenn man von einem Intuitiven spricht, dann ist das jemand, der hochempathisch ist. Jemand, der über sein Bewusstsein, über seine Wahrnehmung spürt auf seinem eigenen Körper, wenn es dem anderen nicht gut geht. Das ist nicht immer lustig, weil wir haben ja alle, wie gesagt, so eine empathische Fähigkeit. Doch gerade bei den Intuitiven ist er sehr, sehr stark ausgeprägt. Als Kinder nehmen wir alles wahr und später gehen die Kanäle weiter zu und so bewegen wir uns von unserer Intuition mehr weg. Und bei mir ist das halt alles sehr, sehr offen. Wie war denn dein persönlicher Weg hin zur Heilarbeit? Du bist ja sicherlich nicht auf die Welt gekommen als Heiler oder hattest vielleicht schon als Kind diesen Berufswunsch. Wie hat sich das biografisch bei dir entwickelt, dass du den Weg zur Heilarbeit gefunden hast? Na, ich arbeite mit Klang, mit Stimme. Und schon als kleines Kind habe ich so seltsame Sachen gesungen, wie ich heute singe. Also ich singe ja in einem Chanting, da gibt es keine Sprachzuordnung oder Sonstiges, sondern ich gehe einfach in die Verkörperung über Ton der Lösung, die ich gerne sehen möchte im Außen. Mhm. Also die intuitive Geschichte ist wahrnehmen und dann gleichzeitig innerlich eine Lösung zu spüren, dessen, wie es sein kann, wie es sich gut anfühlt, wenn Menschen Probleme haben in bestimmten Bereichen. Und dann, ja, dann vertone ich. Und diese Vertonung habe ich aber als Dreijähriger schon gemacht. Mhm. Wenn die Familie gestritten hat. Also bei uns war es immer so, wir hatten sehr dominante Frauen in der Familie. Meine Großmutter hat mit meiner Mutter gekämpft, so ein bisschen über die Herrschaft. Und dann war die andere Oma noch da, die hat noch vermittelt und so weiter. Und da gab es immer so Spannungsgefüge. Und wenn ich dann als kleiner Mann da so daneben saß und so meinen Singsang gemacht habe, habe ich gesehen, wie sich diese Spannung rausnimmt. Das heißt, als Kinder sehen wir Energie. Und mein Energiesehen habe ich mir gut behalten bis heute, dass die Energie im Raum im Prinzip so dicht wird, dass es eng wird. Und das kennen wir vom Gefühl her, kennen wir ja alle. Oh ja, und dann habe ich angefangen zu singen. Und dann habe ich gemerkt, wie es sich entzerrt. Ja. Und plötzlich haben die wieder begonnen, miteinander normal zu kommunizieren. Es war kein Stress mehr in der Geschichte drin. Das habe ich als kleines Kind gemacht. Das ging so bis 5, 6, 7, 8 Jahre. Und dann ging es mit der Schule los. Da war ich sehr gefordert, weil als Kinästhet ich nicht unbedingt mich da so gefunden habe. Ich bin jemand, der über die Hände, über das Fühlen, über das Spüren lernt. Und so war Schule voller Stress. Dann ging das dann so ein bisschen raus und ab 12 hatte ich keine Wahrnehmung mehr. Die war komplett weg. Und wann ist die wiedergekommen? Wie hast du die zurückerlangt? Da gab es ein Event, der war wichtig. Mit 22 hatte ich einen mehrfachen Überschlag mit dem Auto, hatte eine außerkörperliche Erfahrung. War so oberhalb des Autos, während mein Körper im Wagen war, habe ich mich wahrgenommen. Und das hat mich dann irgendwo interessiert. Und ich habe mich mit 28 dann, wie ich die finanziellen Mittel dazu hatte, habe ich mich interessiert für das Thema außerkörperliche Erfahrung, luzider Traum. Habe mich beim Institut Dr. Minister damals mit eingeschrieben, habe da gelernt. 5 Jahre lang haben wir geübt, wie die Wilden. Wie kommt man raus, wie geht man tiefer rein in sich vom Körper her? Eben außerkörperliche Erfahrung. Und luzider Traum
ist deswegen wichtig, weil man hier egofrei sehr gut arbeiten kann. Die Information fällt zu. Mhm. Und habe dann darüber mich wieder kennengelernt, auf einer tieferen Ebene. Habe dann begonnen zu probieren, was träumst du da? Und habe dann eben begonnen, Strukturen zu sehen, wie auch Energiestrukturen funktionieren im Körper, und habe dann begonnen, damit Heilarbeit zu machen. Ja, ich finde es besonders spannend, weil du in deiner Arbeit so viele Bereiche miteinander verknüpfst. Zum einen schon in der frühen Kindheit die Arbeit mit Klang, dann aber auch, wie du es ja beschrieben hast, die innerfamiliären Konflikte. Das heißt, das Familiensystem hat ja auch schon eine Rolle gespielt. Mhm. Oder ist dir vielleicht auch in dein Bewusstsein getreten, dass das dann auch mit den Disbalancen systemischer Art zusammenhängt? Und jetzt sprichst du es an, luizides Träumen, also auch Bewusstseinsarbeit. Was ist denn so der Hauptschwerpunkt, wenn es um Heilung geht? Was würdest du sagen, von all diesen Bereichen ist das wichtigste Element, wenn wir heilen wollen? Dass wir erkennen, dass wir wie jedes Mal, wenn wir uns herausnehmen aus dem Zeitfeld, wo wir gerade sind, also ich sitze ja jetzt hier gerade, ne, bin ja hier fest auf dem Stuhl, kann mich spüren. Wenn ich jedes Mal, wenn ich in einen Konflikt hineingehe oder in ein Denken hineingehe, Spüren hineingehe der Vergangenheit, wo Belastung war, dass ich eine Information im Prinzip auf den Körper aufspiele. Oder wenn ich Sorgen habe wegen morgen, dass ich auch hier schon Stress einwirken lasse, der nicht im Hier und Jetzt da ist gerade. Der ist ja nicht existent. Das heißt, umso mehr ich mich hier in meine Präsenz hineinbewege, umso mehr Energie fließt, umso mehr sind meine Chakren offen, das Qi fließt viel höher. Man kommt in so einen Zustand der Leichtigkeit, der Neugierde, der Faszination und auch der Wachheit. Und das andere ist ja weg, da ist mein Bewusstsein ja nicht da. Also ist das, dass wir die meiste Zeit weg sind und in Konzepten sind, in Ängsten sind, in Befürchtungen sind und so weiter, das ist für mich das größte Problem. Und die Emotionen, die damit in Verbindung stehen. Na, jetzt habe ich was Negatives erlebt, ich erlebe die Emotion wieder, weil ich mich wieder in die Vergangenheit hineinbewege. Der Moment hat 5 Sekunden gedauert, habe eine Verletzung erlebt oder wurde verletzt. Und ich wiederhole ihn und wiederhole ihn und wiederhole ihn ein Leben lang, 2, 3, 4, 5 Stunden am Tag. Und so schleife ich hier im Prinzip die Informationen richtig gehen rein. Wenn wir das rausnehmen aus dem Körperfeld, aus dem Muskel- und Zellbewusstsein, aus dem Energiefeld, aus dem feinstofflichen Bereich, dann ist es wie wenn die Information nicht existiert hat. Und so können wir, wenn wir heute offenen Herzens arbeiten, also wirklich richtig tief ins Herz hineingehen, Zeiten herauslösen, die auch vor dieser Realität, die jetzt mit diesem Körper zusammenhängt, also reinkarnativ, wenn wir es so bezeichnen würden, können wir sogar Sachen auflösen, die von dort aus hier hineinwirken. Weil wir übernehmen zum Teil auch, so wie ich es verstehe und verstanden habe, über außerkörperliche Erfahrungen, übernehmen wir auch aus anderen Zeiten die ein oder andere Limitation. Und die können wir auch rausnehmen. Plötzlich wird alles ganz leicht und wird frei. Das ist wunderschön. Also ich kann mich in dem, wie du es beschreibst, sehr wiederfinden, weil ich ja auch von einem chronischen Schmerzleiden betroffen bin. Mhm. Ich habe seit meinem 20. Lebensjahr, jetzt bin ich 37, also seit ungefähr 17 Jahren, immer wiederkehrende starke Schmerzen in der Lendenwirbelsäule. Mhm. Und wo du das gerade beschrieben hast, mit dem sich Sorgen machen, Gedanken machen oder über alte, ich nenne es mal Traumata nachdenken mit den Gefühlen und diese Informationen auf seinen Körper speichern, habe ich auch nur gedacht, ja, das kenne ich von mir selbst und weiß auch genau, dass das so Verhaltensmuster sind, die ich, wenn ich jetzt akute Schmerzen habe, vorher oder währenddessen an den Tag gelegt habe. Jetzt wäre so meine Frage, wenn jetzt ein Mensch zu dir kommt als Klient oder Patient, je nachdem, wie man es bezeichnet, jemand wie ich mit so einer Problematik, wie würdest du anfangen, mit dem zu arbeiten? Also mir sind jetzt natürlich jetzt auch spirituelle Themen und diese Verbindung von Geist und Körper nicht fremd. Aber es gibt ja auch Menschen, die vielleicht noch gar keinen Bezug irgendwie dazu haben. Wie fängst du an, ganz niedrigschwellig? Und wo geht die Reise dann hin? Also grundsätzlich, ich mache keine Einzelarbeit mehr. Ich mache das über Seminare, die wir heute anbieten. Weil wir gesagt haben, jeder muss irgendwo in seiner eigenen Geschwindigkeit bleiben können. Und Einzelarbeit wäre so viel, der Bedarf wäre so groß, dass man überhaupt selbst gar nicht mehr hinterherkommt. Deswegen haben wir gesagt, wir nehmen alles auf, sodass wir die Videos zur Verfügung stellen können, sodass der Einzelne in diese Konfrontation, aber gleichzeitig in die Lösung mit sich selber hineingeht. Mhm. Das heißt, wir fangen mit den Emotionen an. Wir fangen mit dem Muskel-Skelettapparat an. Was wirkt denn auf welchem Wirbel ein? Welche Emotionen sind da? Welche Lebenssituationen habe ich mir eingespielt?
Und das löst sich dann raus. Und später gehen wir in den Organbereich hinein. Weil das Muskel-Skelett-System muss energetisch frei sein. Dann fließt die Energie in den Verteilungen schneller. Dann gehen wir in den Organbereich vor, dass die Organe sich füllen können, wenn die nicht mehr belastet sind. Und dann später baut man das Energiesystem auf, weil vorher hält das ganze Körpersystem gar nicht auf, wenn viel Energie fließt, sondern die blockt sich ja dann wieder an einer bestimmten Stelle. Also räumt man vorher so richtig die Bahnen leer und geht eben dann in den Energiefluss hinein. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ja, du hast Probleme mit deiner Lendenwirbelsäule. Wir haben im Vorgespräch, habe ich dir schon gesagt, du hast ein Thema mit dem Knie. Das zieht recht stark. Du merkst ja auch selber, wie du jetzt hier sitzt und auch, wenn du dich verschiebst, nicht unbedingt im Wohlsein bist. Und da können wir gerade mal was machen. Also dann sehen die Zuschauer auch das. Sehr gerne, weil das ist weder gestellt noch vorbereitet. Nee. Es ist tatsächlich so. Und würde mich gerne mal drauf einlassen. Beide Beine fest am Boden. Ja. So, und dann nimm mal das linke Hand hier rüber und dreh dich mal so und spür, wie deine Wirbelsäule sich... Wohin drehe ich mich so? Nee, du drehst dich hier rüber. So. Hier rüber. Dreh dich so weit du kannst und kannst hier ein bisschen Druck aufbauen. Okay. Kalte Hände, sorry. Merkst du da, wie die Spannung ist? Ja, Spannung ist da. Andere Seite auch machen. Andere Seite so rum. Okay. So, und da kannst du dich besser drehen, das merkst du. Die ist freier, die andere Seite ist blockierter. Ja. Und die Problematik zieht sich ja über die Struktur hier rüber. Ich kann es nur so beschreiben, wie ich es spüre. Und wenn ich jetzt vom Bewusstsein reingehe, mache ich nichts anderes, wie dass ich einen Raum öffne für eine Lösung. Ich persönlich manipuliere nicht, ich gehe nicht bei dir rein, ich mache gar nichts, sondern was ich mache, ist einfach nur, dass ich den Raum öffne für ein Lösungsgefühl. Ja. Und du spürst einfach mal, denkst nichts. Das, oh je, immer nicht so einfach. Aber du denkst nichts, sondern bist einfach nur da, bist in der Neugier, in der Beobachtung. Nee, das dann, ach Gott, ich denke, oje, da hat es sich ein toller Lekoinen, Delma, da ich ihn noch dann, da ist nun, warum dann, no, Ready. So, dann probier mal, wie es jetzt sich jetzt anfühlt. Auf jeden Fall einfacher. Einfacher, auch die andere Seite probieren. Ja. Noch ein bisschen schütteln, so ein bisschen, dass ich setzen kann. Wir gehen noch ein Stück tiefer, weil die eine Seite macht noch nicht mit. Schick. Nochmal schütteln. Bobo, wackeln. Jetzt kannst du probieren. Jetzt ist besser. Ja. So. Was erfährst du jetzt? Was spürst du jetzt? Versuchst du beschreiben? Eine subtile Leichtigkeit, würde ich sagen. Ist etwas leichter geworden. Es ist jetzt nicht gänzlich weg. Ich spüre noch unten in meinem Rücken Verspannung. Es war aber, ich kannte jetzt vorher auch deine Art zu behandeln. Ich habe mich einfach mal jetzt ganz frei drauf eingelassen. Und einfach das versucht fließen zu lassen oder geschehen zu lassen. Wichtig zu erkennen ist, ich behandle nicht. Ich bin nur zur Assistent hier, um den Raum zu halten. Und in der Zwischenzeit tue ich komische Sachen mal. So. Ich nil leis und fuidig. Rin. Schurtelach. Wane. Neue. Schei. Pack. Rene. Nochmal schütteln. Das merkst du jetzt schon. Jetzt probier nochmal. Ja, es ist deutlich leichter. Nachkorrigieren, beobachten, Informationen geben. Beobachten, Informationen geben. Die steht dann im Raum. Und du holst sie. Ohne dich kann ich nichts tun. Das heißt, das ist eine Interaktion der Informationsaufnahme, Wahrnehmen, Spielen, ganz leicht, ohne was zu wollen. Einfach nur, guck mal, es ist wie wenn ich was in die Ordnung reindrücke. Aber nicht, dass ich was will. Einfach nur, so fühlt sich schöner an. Und
Jetzt wird es dir auch anders vom Gefühl her, vom Körpergefühl her, das merkst du ja. Weil das nehme ich ja wahr. Wir sind ja nicht getrennt, wir sind alle miteinander zusammen. Und wichtig ist nur, dass wenn man so ein feines Gefühl hat, dass man eben auch mal sagen kann, es ist gut, ich mag nicht mehr. Ich mag nur mal bei mir sein. So, und so. Aber schaut dein Gesicht an. Ganz anders, geht offener. Wie ist denn das eigentlich, hast du für dich persönlich, jetzt wenn du allein mit dir bist, eine Art Praxis, wo du das übst, so in Balance zu sein oder dein Bewusstsein immer auf diesem Level zu halten? Also ganz wichtig, ich bin ein ganz normaler Mensch mit meinen ganz normalen Herausforderungen. Ich bin mal total glücklich und total happy und es gibt Tage, da bin ich total im Keller. Also das ist wichtig. Wichtig ist nur, dass ich schnall, dass ich im Keller bin und dass ich dann gucke, was brauche ich jetzt, dass es mir gut geht. Meine Regulation passiert dann, weil ich eine Runde Motorrad fahren gehe oder mit meiner Liebsten Zeit verbringe, was auch immer wichtig ist, oder koche, präsent bin. Und der wichtigste Punkt ist, dass ich etwas tue, was mit Selbstliebe zu tun hat. Mhm. Dass ich halt einfach irgendwo sage, ja, das hole ich mir jetzt. Aber es gibt aber auch einen Moment mal, wo du mal hängen bleibst. Und dann sagst du, okay, jetzt brauche ich erstmal auch einen Aufweckmoment. Dann sagst du, ja, guck mal, da bist du gerade. Was sehr gut ist in der Praxis, ist, wenn du regelmäßig mit dir selbst arbeitest, ist, dass du schneller merkst, wo du bist. Mhm. Und ein Punkt, der ist mir super wichtig, der wird total weggedrückt, ist, dass ich mir auch kurz erlaube, traurig zu sein oder wütend zu sein oder im Unverständnis zu sein oder sonstiges. Ich erlaube mir das, weil ich merke, ich bin Schütze und Feuer. Wenn ich das reinfresse, dann hängt sie mir fest und dann ist es eher negativ. Also Schütze vom Sternzeichen? Ja. Ja, super. Sind Steinbock-Aszendent-Schütze. Ja, das ist also dieses Luft machen ist unwahrscheinlich wichtig, dann ist die Energie in einem Flow und dann setzt sich sehr schnell wieder in den normalen Weg rein. Ja. Und das ist dann eine gute Möglichkeit. Ja, und natürlich Yoga. Und ein bisschen Yoga, ein bisschen viel Energiearbeit, auch untertags, die ich gar nicht mehr merke. Weil bei mir hat das was mit Präsenz zu tun. Ich atme wahnsinnig oft gerne Licht und öffne so ein Spiel mit den Chakren und so, aber das passiert dann auch am Schreibtisch mal eben, wenn ich was schreibe oder ein Video schneide oder auch vor der Kamera. Also einfach ein Durchorganisieren, das schon auf einer unbewussteren Ebene stattfindet. Aber das ist halt Praxis. Ja, super. Magst du uns noch ein bisschen was zu deinen Büchern erzählen? Denn die sind eine spannende Sache. Das erste, wie gesagt, habe ich ja schon gelesen. Ich halte es auch noch mal in die Kamera. Man kann es gar nicht oft genug zeigen. Denn wirklich für Menschen mit gewissen Problemen, zu denen ich mich selber auch zähle, ist es wirklich ein hilfreicher Ratgeber, der gute Denkanstöße gibt. Und jetzt ist der zweite Band. Ja, der erscheint bald in 3 Tagen. Genau, also bald erschienen, beziehungsweise wenn diese Sendung ausgestrahlt wird, ist er schon erschienen? Ist er schon erschienen, ja. Sei doch so gut, erzähl uns doch vielleicht ein bisschen was. Was hat dich motiviert, diese Bücher zu schreiben? Was steht drin in Kurzform? Die grundsätzliche Geschichte war, dass ich einen Kurs gemacht habe aufgrund der 20 Jahre zu dem Zeitpunkt, wo ich damals mit dem Kurs angefangen habe. Das ist vor vielen Jahren gewesen. Ich habe gesagt, nach 20 Jahren Praxis, was ist mir aufgefallen? Mhm. Welche Emotionen hängen mit welchen Organbereichen oder eben auch Wirbeln, Strukturen im Körper zusammen? Auch mit den Energiestrukturen, also den Nadis, den Chakren und den Meridianen. Welche Sachen limitieren uns, was baut uns auf? Und dann gesagt habe, ich möchte das Ganze in ein Seminar hineinbringen, das ich den Menschen dann einfach draußen geben kann. Das Seminar heißt Zurück zum Ursprung. Und das ist jetzt in der 6. Verbesserung draußen. Wir haben da wirklich viel dran gearbeitet. Das ist eine Seminarbegleitung von einem halben Jahr. Mhm. Und da haben ganz viele Teilnehmer immer wieder gesagt, wow, ich bräuchte das noch als Buchform. Weil ich dadurch einfach nachschlagen kann. Ich habe ein Glossar, ich habe eine Möglichkeit zu gucken, wow, was behindert denn jetzt, welche Emotion hängt jetzt da drin oder welches Muster, welches Glaubensmuster, welche Konditionierung. Mhm. Und das war so die Idee dann mit dem ersten Buch. Eigentlich war nur ein Buch geplant, aber dann gemerkt, es reicht von dem Ding nicht, wird zu super dick. Das kenne ich, das Problem. Und hab dann halt gesagt, okay, dann fange ich mal an zu schreiben. Ja. Fange mal die ganzen Themen zusammenzuarbeiten an. Und das erste hat sich sehr gut verkauft, das war sehr schön. Und jetzt ist das zweite mit den Organen draußen.
Und das ist einfach sogar um 150 Seiten dicker geworden, weil eben hier so viel mehr ist. Na, welche Konflikte habe ich denn noch? Habe ich einen Revierkonflikt? Als Mann zum Beispiel, dass ich meinen Job verliere oder meine Partnerin sich für jemand anders interessiert. Plötzlich fährt denen die Libido runter und so weiter. Das sind bloß so Beispiele, wo sie sich selbst nicht erkennen, aber hernach zum Teil körperliche riesengroße Probleme da sein können. Hast du da vielleicht noch ein paar mehr Beispiele? Es gibt ja auch so Volkskrankheiten, die gefühlt jeder Zweite hat. Ja gut, also wenn wir jetzt nochmal von der Verdauung sprechen, ne, wo Magen-Darm-Bereich betrifft, dann sind wir ganz klar in dem Thema das Leben verdauen. Ja, ich möchte das Leben verdauen, ich kriege so viele Eindrücke heute, es passiert so viel mit mir. Aber ich kann das gar nicht mehr alles verarbeiten und irgendwann schlägt es uns auf den Magen, auf den Magen-Darm-Trakt. Oder unsere Weltanschauung, wenn ich jetzt gucke, wie betrachte ich denn das Leben? Sehe ich es als positiv? Dann ist es relativ einfach. Dann ist der Atlas meistens stabil, der unsere Welt trägt, der Weltenträger hier oben. Der erste Wirbel der Halswirbelsäule. Und wenn ich das Leben als bedrohlich betrachte, schiebt es mich meistens raus aus der Achse. Und in dem Augenblick, wo ich meine Sichtweise verändere, fängt sich an, das Ganze wieder positiv zu stabilisieren. Das sind Beispiele. Oder wenn ich im Ego-Bereich einfach immer wieder kämpfe, weil mein Leben nicht funktioniert, wie ich es haben will, Solarplexus-Bereich, Nervensystem. Was wäre das denn jetzt in meinem Fall? Bei mir sind es die Lendenwirbel, die mir immer wieder Sorgen machen. Urvertrauen. Urvertrauen, ne? Urvertrauen. Ich werde genährt. Es geht mir gut. Es ist gut für mich gesorgt. Ich erschaffe und erschaffe einerseits, dass etwas sich nährt aus mir heraus und gleichzeitig nehme ich an, dass auch ich die Unterstützung erfahre, dass es mir gut geht, dass mir alles zukommt, was ich brauche. Und gerade im Bereich Urvertrauen hat unser deutsches Volk einen riesen Nachholbedarf. Es haben so viele Menschen mit Lendenwirbelproblemen, das ist unglaublich. Ja, gut. Da kommen ja dann auch wieder diese generationsübergreifenden, größeren systemischen Zusammenhänge mit ins Spiel, die aufs Individuum einwirken. Wie ist es denn zum Beispiel diese Thematik jetzt in meinem Fall, weil es ein plastisches Beispiel ist, da kann ich gut mitreden, das geht ja um mich selbst. Ich weiß, dass ich diese Urvertrauensproblematik habe, das war mir jetzt auch, bevor du es erzählt hast, bewusst, dass das so das Thema ist, aber es fällt mir dann trotzdem manchmal schwer, dann den Zugang zu finden. Also wie arbeite ich dann konkret daran? Jetzt weiß ich, da ist für mich ein Thema und ich habe auch ein körperliches Symptom. Wie schaffe ich jetzt die Verbindung, dass ich da dann aber wirklich nachhaltig was auflöse? Mache ich das, indem ich in meinem Leben einfach Gewohnheiten umstelle? Mache ich das durch eine Bewusstseinsarbeit? Was wäre so jetzt dein Tipp? Erstmal deine Betrachtung überprüfen. Meine Betrachtung überprüfen. Deine Betrachtung. Wo nimmst du dich aus einem Flow raus? Weil Urvertrauen hat ja auch mit Flow zu tun, dass es leicht läuft, dass es gut geht, dass du genügend Geld verdienst, dass du ein schönes Zuhause hast und so weiter. Und wo nimmst du dich raus, wo sind Kritikpunkte, dass du ihnen gewahr wirst, auch deinen Denkmustern gegenüber? Na, wie verhalte ich mich in meiner Kommunikation nach außen? Sehe ich das Leben als lösungsorientiert? Ist da was drin? Hat es Gehalt? Oder ist alles schwer und trägt sie? Und hängst so durch? Und schon allein da, wenn du ansetzt, merkst du, wenn du mehr Dankbarkeit, mehr Offenheit für auch Finden reinbringst, weil wir sind ja so, gerade in der spirituellen Gesellschaft heißt ja immer, I'm a seeker, ich bin ein Sucher, anstatt dass man mal anfängt zu finden. Die Sucher, die gucken ja überall, die sind auch nie präsent. Die Finder, die sind meistens hier präsent, die nehmen auf, erkennen, da ist was, das kann ich jetzt integrieren. Wenn du so umstellst, dann merkst du, wie plötzlich sich eine andere Fülle in dir einstellt. Und das merkst du auch jetzt wieder energetisch, weil ich spüre dich ja die ganze Zeit, wo du merkst, da passiert auch was in meinem Bauchraum. Allein die Information macht schon was aus. Weil die ja schon beginnt, du fängst schon an, dich einzurichten. Dadurch, dass du einfach einen anderen Flow hast von Informationen. Und dann wird es auch kuscheliger und die Energie fließt mehr. Und so fängst du an, das auszuarbeiten. Da hat natürlich jeder seine eigenen Punkte zu beobachten und auch zu schauen, in was finde ich mich denn, in welchen Paradigmen, in welchen Ideen, Lebensideen finde ich mich.
Und die dann halt auch ganz klar irgendwann mal als lang genug praktiziert und geprüft, dass sie im Negativ funktionieren, rauszuwerfen. Zu sagen, okay, jetzt ziehe ich mal in die Lösung. Was will ich denn überhaupt? Weil das Problem unserer Gesellschaft ist ja auch, ich weiß genau, was ich nicht will. Aber nicht, was ich will. Und da ist ein Riesenthema. Mhm. Was sind denn typische Fehler, die man machen könnte? Also was machen viele Menschen grundsätzlich falsch? Also ich glaube, heute haben wir ein Riesenproblem von Reizüberflutung. Mhm. Und wenn man Reize eindämmt, auch Informationsfluss eindämmt, dann haben wir mehr Zeit, bei uns zu sein und still zu sein. Die Informationen, die heute fließen, sind zum Teil beängstigend, zum Teil verwirrend. Natürlich auch erheiternd und auch fröhlich, das ist keine Frage. Die Frage ist, wo ist die Balance? Und wenn ich merke, dass das zu viel an Informationen wird, die ich noch verarbeiten kann, dann gehe ich mal in eine Mediendiät hinein oder eine Informationsdiät hinein, dass ich in eine Stille reinkomme. Und die Stille, die gibt Kraft, die gibt Energie. Ich persönlich finde meine Stille im Tun. Ich bin jemand, der gerne physisch was macht, sei es handwerklich oder auch Motorrad fährt, gern Sport macht, gern Yoga macht, sich dehnt, macht und tut, weil ich mich gerne spüre. Und das ist Präsenz. Das ist Energie, wie wir am Anfang sagten. Und wenn das schon mal anfangen würde, dann wäre natürlich ein Riesending. Weil wenn ich die ganze Zeit Informationen bekomme, wo ist der Filter? Und wer entscheidet, was er konsumiert? Solange wir uns komplett öffnen, da ist kein Filter mehr da. Was mich noch mal interessieren würde, sind so einzelne Organsysteme. Nehmen wir mal zum Beispiel das Herz. Was könntest du uns darüber erzählen? Ja, wo fangen wir an? Das Herz nenne ich den Sitz der Seele. Ja. Wo in der fünften Herzkammer im Prinzip ein ganzes Universum liegt. Früher sind wir, wenn wir außerkörperlich gegangen sind, sind wir in den Space geschossen und haben geguckt, was hängt da an Informationen drin. Heute, wenn ich Informationen holen möchte aus dem kosmischen Feld oder aus dem Bewusstseinsfeld, gehe ich tief ins Herz hinein. Dort existiert die fünfte Herzkammer. Die wurde übrigens nachgewiesen. Und die ist wie ein ganzes Universum in sich. Das heißt, um mich mit dem Leben zu verbinden, muss ich im Prinzip in diese Tiefe hineingehen und das nicht über den Verstand versuchen zu begreifen, sondern über meine Empfindung, die aus mir selbst heraus entsteht, in dieser Verbindung mit allem, was ist, sei es der Tisch, die Natur draußen, was auch immer, die Kameraleute jetzt hier, dieses Wahrnehmen. Und das findet halt einfach übers Herz statt. Wir sind damit in Verbindung mit dem Leben. Du sagst, das Herz ist der Sitz der Seele. Was ist das Gehirn und das Nervensystem? Für mich ist das der Gateway zu den Informationen, die im Feld liegen. Also das Gehirn verstehe ich nicht als Erinnerungsspeicher, sondern ich verstehe es wie ein Gateway. Sonst könnten wir nicht außerkörperlich gehen während einer OP, wo jemand im Prinzip in total tiefen Zustand des Unbewussten ist oder zum Teil auch gehirntot ist, wie Pam Reynolds, der Fall von Pam Reynolds. Ein gutes Beispiel, sie wurde in kompletten Gehirntod gelegt, damit man eine Operation an ihrem Gehirn fortführen konnte. Und wenn du jetzt außerkörperlich gehst, dann merkst du, mein Bewusstsein ist ja hier, mein Körper ist hier. Mhm. Und jetzt habe ich trotzdem die komplette Erinnerung an das, was hier passiert. Ist jetzt die Verbindung noch da? Silberschnur hin oder her, lassen wir mal eben weg. Oder ist es einfach nur ein Zustand, der passiert, weil Informationen im Feld abgelegt sind, so wie in der Kugel. Und du das Gehirn nutzt als Gateway, um die Informationen reinzuziehen in dich selbst, sodass dein Verstand sie verarbeiten kann. Also nichts anderes, wie wenn draußen eine Cloud ist und da die Informationen abgelegt sind. Und du über den Gateway zur Cloud im Prinzip die Information reinholst. So verstehe ich das Gehirn. Ja. Und gleichzeitig natürlich Impulsgeber für Körperfunktionen oder sonstiges. Sehr interessant. Andreas, ich danke dir für dieses Gespräch. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Wir hätten noch viel zu besprechen, aber wir haben den zeitlichen Rahmen ausgeschöpft. Und liebe Zuschauer, es sei euch nochmal diese Bücher ans Herz gelegt.
Und natürlich, wer Andreas auch noch näher erleben möchte, seine Seminare. Und ja, in dem Sinne hoffe ich, dass wir uns eines Tages so im Gespräch nochmal wiedersehen werden. Danke, und ja, tschüss und bis bald. Dankeschön. Alles Liebe. Dankeschön.